Wie ihr bestimmt alle wisst, wollen gewisse Kreise diese Gesellschaft umgestalten und ein großer Schritt wurde vollbracht mit dem Homeoffice. Die Menschen wurden nach Hause geschickt und zwar für die allermeisten in einen Albtraum. Vielleicht spart man sich den Arbeitsweg, aber da man eh schon nicht raus darf, keine Vergnügungen hat, war die Arbeit die einzige Chance, mal andere Menschen zu treffen und mal wenigstens ein paar Worte Angesicht zu wechseln. Und wenn dann auch noch die Kinder um einen herum toben, man keine Ruhe bei der Arbeit findet und die Kinder auch noch beschult werden müssen, ist das Ganze eben nur ein Albtraum. Die Frage ist jetzt, in dieser gesamten Serie Corona sei Dank, wollen wir zurück zur Normalität? Also wir empfinden etwas als sehr unangenehm und dann ist ja die reflexhafte, möchte ich fast sagen, Antwort, wann dürfen wir endlich wieder? Vielleicht ja dann doch mit Maske, aber Hauptsache wieder auf Arbeit, Hauptsache wieder unter andere Menschen. Und hier soll es um eine andere Frage gehen, nämlich, wie war es denn vorher so auf Arbeit mit den lieben Kollegen? Zum Beispiel. Also, dass wir die Chance ergreifen, im allerersten Video habe ich gesagt, wie wir sie umsetzen, realisieren könnten, bitte anschauen, wenn wir gemeinsam Ideen entwickeln, wie die Zukunft anders sein könnte, ist jetzt eben eine Chance, auf diese Arbeitswelt zu blicken, in der man vorher ja wie selbstverständlich halt es so gemacht hat, wie man es eben gemacht hat. Steigen wir ein. Ich bin Thomas Christian Niebel, der Autor der Wissensperlen und stelle mal die Themen vor, die wir bisher behandelt haben, unter dem Motto, machen wir uns doch mal eigene Vorstellungen und lassen uns nicht immer die aufdrücken von Leuten wie Klaus Schwab zum Beispiel. Wir haben über die Chance gesprochen, dass wir freie Bildung einführen könnten, dass wir jetzt die Verantwortung für die Kinder übernehmen und nicht das Schulamt, Jugendamt oder wie auch immer, dass wir über Begegnungsformen mal draußen nachdenken und es nicht mehr normal finden, was vorher uns alles so angeboten worden ist von der Freizeitindustrie, dass wir den Autowahn durchschauen als Freiheitsersatz, Freiheit des Denkens zum Beispiel auch, und dass wir statt Verbraucher zu sein uns entschließen, Schönes zu schaffen. Und eben dann, es ging beim letzten Video um die Sehnsucht hinter dem Reisen. Also alles bedeutsame Bereiche, die jetzt mit Corona nicht mehr einfach so sind wie früher. Und gerade deshalb hat man Abstand und kann aus dem Abstand neu auf sie blicken. Die Arbeit hat natürlich einen ganz starken sozialen Aspekt. Also es geht mir jetzt um Homeoffice, ich sehe andere Menschen nicht mehr. Aber wie war es denn vorher? Wie ist es denn in den Büros dieser Welt? Eine unglaubliche Mobbingrate haben wir da. Wir haben sehr viele Menschen im Burnout, was auch eben mit den unsäglichen Arbeitsbedingungen zu tun hat, mit Druck, dass man Überstunden machen muss, wie der Ton ist in den Firmen zum Beispiel. Dann auch die Mitarbeiter untereinander, das sind ja nicht alles nette, liebe Kollegen, sondern es wird gelästert, dass sich die Balken biegen. Es finden Machtgerangel und Machtkämpfe statt. Der Kollege von gestern, der Buddy, der ist morgen mein ärgster Feind, weil er eben Aufstiegschancen gewittert hat. Und ganz generell kann man sagen, dass eigentlich es keine gesunden, irgendwie auch freundschaftlichen Beziehungen sind, mal so in der Mehrzahl der Fälle, sondern die Verbundenheit ist eigentlich eher über das Tratschen über die Kollegen oder über den Boss zusammengekommen und damit natürlich eben, wie gesagt, nicht gesund. Homeoffice erspart jetzt zwar Arbeitswege, das wäre, also da ist auch in dem Sinne mancherorts Gutes passiert, weil man muss wirklich nicht immer für jede Besprechung irgendwo hinfahren oder gar in die nächste Stadt oder fliegen. Aber natürlich, wenn du tagsüber oder abends keinen anderen Ausgleich hast, dann wird das dann natürlich zum Horror. Und es erspart dann eben auch Stau. Also wir könnten natürlich das auch für die Zukunft uns überlegen, wo ist es denn überhaupt nötig, dass wir in einer gesunden Freizeitlandschaft, die wir dann natürlich wieder aufgebaut haben, wo kann man Dinge nicht wirklich auch von zu Hause erledigen, weil dort ja auch Meetings per Zoom und so weiter ein Gewinn sind. So, bedeutsame Fragen auch, wenn wir über die Arbeit nachdenken, warum bin ich denn überhaupt auf Arbeitgeber angewiesen? Warum dürfen die Inhaber von Kapital,
die meistens ja dann einfach noch reicher werden, wenn sie schon Geld haben, einfach durch die Verzinsungen. Warum ist es so, dass wir so furchtbar auf solche Menschen angewiesen sind und was sie glauben, dass man produziert werden muss? Was produziert werden soll, meinetwegen Kassel, Baunatal, wo ein großes Autowerk steht, hier in Leipzig die Riesenautogeber, Arbeitgeber BMW und Porsche, und sie diktieren dann im Grunde alle Bedingungen, weil sie halt eben das Geld zur Verfügung haben oder eben den Anschluss an die Banken, die es ihnen geben. Wenn die sich entschließen, wegzugehen, dann gehen sofort alle Leute pleite. Das ist wirklich irre, dass es solche Zustände gibt, solche Abhängigkeiten. Und wenn man sie durchbrechen würde, dann könnte man sich auch mal die Frage stellen, können wir die Arbeit nicht so, die Betriebsstätten nicht so wählen, dass man eben vor Ort in seinem Umkreis tätig wird. Also der Zeitaspekt, dass uns die Arbeit eben auch unglaublich viel Lebenszeit raubt, weil wir irgendwo hinfahren müssen, Überstunden machen müssen, gezwungen sind, weil eben es mehr Nachfrage als Angebot gibt an Arbeitsplätzen. Nächste Frage, wie ist das denn eigentlich, wofür arbeite ich? Diese Frage zu stellen, war bisher eigentlich immer ein Luxus. Jetzt werden wir ja, ich habe es schon angedeutet, im Rahmen dieses Resets werden wir in die Arbeitslosigkeit gedrängt, und das ist Absicht. Wir werden in die Eigentumslosigkeit und Arbeitslosigkeit gedrängt, weil man dann eben halt, wie gesagt, voll versorgte von Amazon oder von Lieferdiensten, werden wir einfach halt dann als Verbrauchereinheiten voll versorgt. Das ist die Vision. Und deshalb, man muss sich erstmal keine Angst haben, jetzt zu verhungern. Das wird schon nicht geschehen. Und deshalb haben immer mehr Menschen immer mehr Zeit, einfach mal nachzudenken. Der richtige Zeitpunkt für solche Videos wie hier. Und da kann man sich nochmal die Frage stellen, wofür habe ich eigentlich gearbeitet? Und die Antwort ist ja ganz klar, Geld. Neben natürlich den Kollegen, also dem Wunsch nach guten sozialen Kontakten, aber das haben wir gerade schon besprochen. Und wenn man dann weiter mal sich ermächtigt, selber über die Welt nachzudenken und nicht nur ihren Spielregeln blind zu folgen, wie bei Monopoly, weiß man ja, wie das ausgeht, wie die Spielregeln halt sind, dann kann man sich auch mal ganz neue Fragen stellen, indem man sich vom Verbraucher zum Menschen wieder ermächtigt und sagt, werden bestimmte Produkte denn überhaupt gebraucht? Also, sind sie umweltverträglich? Verschönern gewisse Produkte die Welt? Oder machen sie hässlicher? Gäbe es Dinge, die produziert werden sollen, die es jetzt nicht gibt? Also, wenn nicht mehr Leute, die im Grunde nur um ihr Kapital noch mehr zu vermehren, Betriebsinhaber, gerade die Großen natürlich, dass die bestimmen, was eben die Warenlandschaft bestimmen, sondern wenn diese Bestimmung an uns übergehen würde, dann könnten wir solche Fragen stellen und müssten sie auch stellen. Wir sind als Fazit des Ganzen, wir sind im Glauben gehalten worden, was ja auch medial immer wieder bestätigt worden ist. Ja, die Welt sei so, dass es nicht anders ginge. Dass eben Wegwerfware produziert werden muss, ist halt leider so, dass die Arbeitsbedingungen halt so sein müssen und Rente bis oder arbeiten dann bis 70 und so weiter. Aber wieso gab es dann in diesem ach so dunklen Mittelalter eine Zeit, wo die Städte wunderbar schmuckvoll waren? Wo die Leute tatsächlich auch noch Zeit hatten, um Ehre, die Handwerkerehre nämlich, zu pflegen. Oder wo sie nicht nur Erntedankfeste gefeiert haben, sondern dort noch die Brote wunderbar gebacken und gestaltet haben, die Korngarben und die Bänder beim Bändertanz und die Trachten und so weiter. Ja, woher kam denn diese Zeit dafür, die ihr heute ganz offensichtlich fehlt? Das können wir uns nicht mehr leisten, heißt es ja. Ja, damals gab es sogar in Spitzenzeiten, so im 12., 13. Jahrhundert, verzeichnen die Chroniken, dass die Menschen bis zu 180 Tage im Jahr, also die Hälfte des Jahres, frei hatten. Mit Feiertagen und so weiter. Die Hälfte des Jahres. Also man hat uns wenn es immer vom Reset, also ein neues Setting aufstellen, wie im Fernsehstudio, wo dann eben ein neues Set gebaut wird, es wird umgebaut. Das kann uns ja klar machen, dass es eben verschiedene Settings geben kann. Wir müssen einfach nur das Setting wählen, das unseren Visionen einer menschlicheren Welt entspricht. Und das ist die allererste Arbeit, die zu leisten ist. Dass wir
Sinnfragen stellen und zum Beispiel mal als Spielregel einführen, hat Rudolf Steiner vor 100 Jahren schon vorgeschlagen, das bisher für viele Menschen Undenkbare, dass nämlich Arbeit und Einkommen voneinander entkoppelt werden. Ich stelle es nochmal so hin, Stichwort soziale Dreigliederung habe ich beleuchtet in meinen Artikeln Wege aus der Krise auf den Wissensperlen. Und dass wir eben Arbeit, eben weil, was wir jetzt in diesem weggesperrt werden, im Lockdown eben merken, wie wichtig eigentlich die Begegnung ist mit anderen Menschen, auch wenn sie bisher, wir haben das in einem früheren Video beleuchtet, bisher überwiegend eben krank sind, diese Begegnungen, und nicht freudvoll, nicht erfüllend, weil wir eben keine richtige Begegnungskultur mehr haben, die auch Bewegung braucht, Gesang braucht, Spiele braucht und Vertrauen braucht, Ehre braucht, Ehrlichkeit braucht, all diese Dinge. Also wenn wir auf diesen sozialen Aspekt gucken, dann geht es bei Arbeit gerade heutzutage, wo die Maschinen die meiste Arbeit machen, ist es eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, mit Menschen zusammenzukommen. Und dass wir dann sogar den allergrößten Gedanken wagen, nämlich könnten wir nicht für uns selber arbeiten, was auch Rudolf Steiner vorgeschlagen hat, sondern für die anderen. Um einfach die Bedürfnisse, die andere Menschen anmelden, dass wir sagen, hey, das mache ich gerne, ich arbeite gerne für dich. Aber dann muss es eben im Zwischenmenschlichen stimmen. Ich hoffe, das waren wieder inspirierende Gedanken der ganz anderen Art. Also nicht nur immer diese leidigen Pro- oder Kontra-Standpunkte, die man heute findet, in die man uns auch mit Absicht treibt, sondern eben mal ein höherer Blickwinkel, der nach dem Sinn des Ganzen fragt, wie gute Dichter und Denker das eben tun sollten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bitte gerne teilen, liken. Dein Thomas Christian.